Hallo, dieses Video demonstriert die britische Stellwerkssimulation SimSig. Das ist ein Simulationsprogramm, das auch für die Allgemeinheit als Computerspiel verfügbar ist, ist aber sehr realistisch. Die Melde- und Bedienanzeigen entsprechen dem Standard, wie er in Großbritannien in den Betriebszentralen verwendet wird. Die einzige Einschränkung ist, dass man nur die Bereichsübersicht hat und kein Lupenbild. Das ist aber kein größeres Problem. Denn in den britischen Betriebszentralen wird auf Bereichsübersichten und Lupenbildern genau die gleiche Darstellung benutzt, die gleichen Symbole. Der einzige Unterschied ist, die Bereichsübersicht ist stärker komprimiert und da werden keine Weichen und Signalbezeichnungen angezeigt. Das Lupenbild ist nur stärker reingezoomt und dann erscheinen die ganzen Elementbezeichner, aber die sonstigen Bedienungshandlungen sind in beiden Ansichten gleich. Man kann also auch an der Bereichsübersicht, zumindest im Regelbetrieb, alles ohne Einschränkungen zeigen. Das Infrastrukturbeispiel hier, was hier schon zu sehen ist, ist die Wembley Suburban Line. Das ist eine Nahverkehrsstrecke im Nordwesten Londons. Die führt aus der Innenstadt heraus bis zu der Endstation Watford Junction, so ein kleiner Kopfbahnhof mit 4 Stumpfgleisen, und geht dann hier weiter in die rechts, weiter in die Innenstadt und führt dann letztlich dann weiter bis zum Bahnhof London Euston. Hier oben in Watford Junction besteht eine Verbindung zur West Coast Mainline, die hier parallel führt, die gehört dann bereits zu einem anderen Fahrdienstleiterbezirk. Und zwischen beiden Bereichen finden Übergabefahrten statt. Es gibt aber keine durchgehenden Zugläufe. Eine Besonderheit ist noch, man sieht das hier in Queen's Park, hier ist eine Verbindung zur Londoner U-Bahn. U-Bahn-Züge der Bakerloo Line können hier auf diese Strecke übergehen und fahren auf dieser Strecke bis nach Harrow and Wealdstone. Das war eine Besonderheit in London. Die Londoner U-Bahn unterscheidet sich in einem Punkt sehr wesentlich von den U-Bahn-Netzen, wie wir sie in Deutschland haben. Die Londoner U-Bahn ist aufsichtsrechtlich eine vollwertige Eisenbahn, also anders als unsere U-Bahnen, die nach BeoStrap betrieben werden und nicht dem Eisenbahnrecht unterliegen, ist die Londoner U-Bahn ein vollwertiges Eisenbahnsystem und darf daher auch externe Infrastruktur außerhalb des Netzes von London Underground nutzen. Diese Strecke wird betrieben von Network Rail, das ist das landesweite britische Eisenbahninfrastrukturunternehmen, vergleichbar etwa mit DB Netz. Auch die Fahrdienstleitung in diesem Bereich übernimmt Network Rail. Und auf dieser Fremdinfrastruktur fahren dann auch einige U-Bahn-Züge. Es geht sogar so weit, dass die U-Bahn hier ein Depot hat, ein Depot von London Underground. Und dieses Depot kann nur unter Nutzung dieser Fremdinfrastruktur erreicht werden. Das heißt, die U-Bahn-Züge müssen über die Network Rail Gleise fahren, um ihr eigenes Depot zu erreichen. Das ist mal so ein ganz interessanter Nebenaspekt. Ich starte jetzt mal. Es ist jetzt 4.58 Uhr. Und in der folgenden Stunde findet sozusagen der Bereitstellungsverkehr für den Berufsverkehr statt, der dann so richtig kurz vor 6 startet. Also es ist jetzt noch nicht so richtig viel los. Es fahren überwiegend Leerzüge und ähnliche Bereitstellungsfahrten. Aber deswegen hat man eben die Möglichkeit, hier einiges zu erklären, bevor die volle Betriebsdichte ausbricht. Ich starte mal. Hier stehen 3 Züge. Man sieht, die Zugnummern sind anders aufgebaut als bei uns. Sie sind immer vierstellig. Noch keine richtigen Nummern. Es beginnt immer mit einer Ziffer, gefolgt von einem Buchstaben und 2 weiteren Ziffern. Die erste Ziffer gibt die Zuggattung an. 5 steht für einen Leerreisezug und 2 steht für einen Regionalzug, etwa vergleichbar unserem Regionalexpress. Dann kommt ein Buchstabe, der gibt die Verkehrsrelation an. Das kann eine Linie sein, manchmal auch eine Region. Dann folgt eine fortlaufende Nummer. Ich klicke hier mal auf diese eine Zugnummer, da kann man sich den Fahrplan anzeigen lassen. Der Zug soll also 5.28 Uhr abfahren, ist noch ein bisschen hin und fährt nach Willesden Junction und bekommt dort eine neue Zugnummer, nämlich die Nummer 2L04. Das ist also hier in dieser Station. Dann haben wir den 2C02, der fährt 5.04 Uhr ab und fährt in die Londoner Innenstadt Richtung London Euston. Und hier blinkt schon ein kleiner Melder, das heißt, dieser Zug ist bereits abfahrbereit. Der 5L08, der fährt nach Kensal Green Junction, das heißt, hier in Willesden Junction zweigt er nach links ab auf die Strecke nach Kensal Green Junction. Ich kann ihm schon mal die Fahrstraße einstellen. Man klickt dazu auf das Startsignal und auf das Zielsignal.
Im britischen System können auch selbsttätige Signale Zielsignale von Fahrstraßen sein. Das Signal ist also ein selbsttätiges Blocksignal. Und diese weiße Linie ist jetzt die Fahrstraßenausleuchtung, entspricht etwa dem, was im deutschen ESTW das grüne Band ist. Man sieht, dass hier ist eine Fahrstraße eingestellt. Auch hier bei den ganzen Weichen, die Flankenschutzbieten, sieht man die Verschlussmelder. Und das kleine Klötzchen hier am Ende, das ist das Ende des Durchrutschweges. Es ist ganz interessant, also in den britischen Bedienoberflächen werden die Durchrutschwegenden immer mit einem besonderen Symbol angezeigt. Gerade in großen Fahrstraßenknoten ist das durchaus vorteilhaft, weil man dadurch immer im Vorfeld schon sieht, wie weit der Durchrutschweg einläuft. Hier, das sind alles selbsttätige Signale und die selbsttätigen Blockabschnitte werden anders als beim deutschen Zentralblock nicht ausgeleuchtet. Die bleiben einfach dunkel und zeigen nur die besetzte Meldung an, wenn ein Zug drin ist. Hier oben kommt jetzt ein weiterer Zug, der jetzt 5Z03. Da mal auf den Fahrplan gehe, dann sieht man, es ist eine Bereitstellungsfahrt ins Gleis 04 und dieser Zug bekommt dann die neue Zugnummer 2C03, also wird dann auch ein besetzter Reisezug und fährt dann Richtung London. Diese Umsetzfahrt, da stelle ich erstmal hier diese Fahrstraße ein. Das hier ist ein Hauptsignal. Diese Fahrt findet also auf Hauptsignal hier noch statt. Es gibt in Großbritannien auch die Unterscheidung zwischen Zugfahrten und Rangierfahrten, heißen dort Running Movements und Shunting Movements, sind aber etwas anders definiert als bei uns. Viele Fahrten, die bei uns Zugfahrten sind, die bei uns Rangierfahrten sind, sind da noch Zugfahrten. Man kann also viele Fahrten noch auf Hauptsignal durchführen, wo man das bei uns nicht mehr machen würde. Auch gewisse Umsetzfahrten am Bahnsteig und ähnliches. Wenn das Gleis frei ist, kann man durchaus diese Fahrten auch auf Hauptsignal durchführen. So, hier unten kommt jetzt ein weiterer Zug, der 5L00. Der fährt hier nach Queen's Park ein. Man sieht es hier, wendet dann und fährt dann um 5:10 Uhr wieder zurück. So, der 2C03 kann eigentlich schon folgen. Der soll um 5:04 Uhr fahren. Das ist in 2 Minuten der Fall. Da kann ich ihm schon mal die Fahrstraße hier einstellen. Die Züge folgen hier sehr dicht aufeinander, nur 4 Minuten Abstand, ist aber kein Problem. Der erste Zug ist ja ein Leerzug, der hält ja nirgends und ist so relativ schnell weg. Und der 2C02, der hält an einer ganzen Reihe von diesen Bahnsteigen. Und deswegen wird der Abstand zwischen den beiden Zügen immer größer. Hier kommt aus dem Depot jetzt ein U-Bahn-Zug, der S201. Die U-Bahn hat ein anderes Zugnummernsystem. Jeder U-Bahn-Zug führt eine feste Einheitennummer, also hier die 201. Dann gibt es davor auch einen Buchstaben für die Verkehrsrelation. Vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie die Zuggruppen der Berliner S-Bahn. Und dann hier nicht zu sehen, durch einen Bindestrich abgetrennt noch eine laufende Nummer. Das heißt, diese U-Bahn, dieser Zug wird immer die Nummer 201 behalten, egal wie oft er im Netz hin und her fährt. Der Buchstabe wird dann immer der jeweiligen Relation angepasst und nach jeder Bewegung, jeder Zugfahrt, geht der Zähler hinten eine Stelle nach oben. Dass jetzt hier bei der Weiche beide Weichenschenkel rot leuchten, hängt damit zusammen, bis hierhin geht noch die Infrastruktur der U-Bahn. Das also noch, liegt noch im Bereich des U-Bahn-Stellwerks. In der Londoner U-Bahn-Technik ist es vielfach so, dass bei Weichen, wenn sie besetzt sind, beide Weichenschenkel rot ausgeleuchtet werden. Die Weichenlage sieht man hier nur nicht, weil sich das noch im U-Bahn-Stellbahn befindet. Aber diese Rotausleuchtung in beiden Schenkeln ist hier mit in dieser Schnittstelle auf diese Anzeige gespiegelt worden. Der Zug ist also hier aber auf dem oberen Gleis. Wenn ich hier mal raufklicke, dann sieht man, der fährt erstmal nach Stonebridge Park, das ist hier unten die Station, auf die sogenannte Downline und bekommt dann hier diese Zugnummer. Das hier ist Stonebridge Park. Die beiden Richtungen heißen in England immer Up and Down und so heißen auch die beiden Gleise. Dieses Gleis hier ist die Downline, dieses Gleis ist die Upline. Heißt, dieser Zug geht hier auf die Downline. Das ist von hier müsste ich ihn erstmal hier hinfahren lassen und dann von hier unten rein. So, hier ist jetzt ein weiterer Zug gekommen. Hier hat das Telefon gerade geklingelt. Der Rangierer hat angerufen, dass der Zug 5X06 in Wentworth Junction Sidings fertig ist, muss man kurz quittieren. Das ist der hier. Aber ich muss vorher noch den 5Z03 umsetzen.
die noch ein paar Fahrstraßen einstellen für meinen anderen Zug, nicht dass hier was zum Erliegen kommt. So, jetzt ist hier der Abschnitt frei. Jetzt kann ich hier erstmal den Zug rausrangieren. Wenn der durchgefahren ist, kann der andere dann umgesetzt werden. Jetzt geht aber wirklich hier nur ein Sperrsignal auf Fahrt, oder das Shunting-Signal. Also diese kleinen dreieckigen Signale heißen hier Shunting-Signals, entsprechend den deutschen Sperrsignalen. Diese runden, das sind Hauptsignale. Und dann hier so ein rundes Signal mit so einem grauen Dreieck drunter wäre also ein Hauptsignal, das auch einen Rangierbegriff zeigen kann. So ähnlich wie wir es bei uns ja auch kennen. So, der andere Zug hier unten ist jetzt angekommen. Ich werde ihm jetzt schon mal die Ausfahrt stellen. Hier kann ja nichts in die Quere kommen. Dann vergisst man das noch, kann man es nachher auch nicht vergessen. So, der würde jetzt hier draußen anhalten. Er dürfte theoretisch bis zu diesem Blocksignal fahren. Es ist hier im britischen System so, es gibt formal keine Unterscheidung zwischen Bahnhof und freier Strecke. Es gibt eigentlich nur stellwerksbediente Signale und selbsttätige Signale. Das kann man dann ziemlich bunt miteinander mischen. Deswegen ist vieles hier etwas anders gelöst als im deutschen Bahnbetrieb. Teilweise auch ein bisschen flexibler, weil diese Bahnhof-Strecke-Unterscheidung einen auch ein bisschen einschränkt. So, hier unten haben wir jetzt unsere U-Bahn. Der S201-1, der wird jetzt dann zum J201-2. Ich muss ihn jetzt mal von Hand umnummern. Und dann bekommen wir nämlich erst den neuen Fahrplan, J201-2. Und jetzt draufklicke, sieht man, der fährt also 5.13 Uhr ab in Richtung Norden nach Harrow and Wealdstone. Und dort wird er zum K201-3. Das ist aber noch ein bisschen hin. Ich kann ihm aber hier schon mal die Fahrstraße einstellen. Auch da kann ja nichts in die Quere kommen. So, der hier soll ins Gleis 4. Das stellen wir mal gleich ein. Und den können wir erstmal hier vorziehen lassen. So, hier kann ich nicht wenden. Da muss er hier an dieses Bahnsteiggleis 6. Und von da aus kann man ihn dann auch umsetzen lassen. Ja, die Rangiersignale, die sehen draußen fast so aus wie bei uns, sind zwei weiße Lichter, allerdings nicht nach rechts, sondern nach links steigend. Bei Fahrstraßen sieht man auch immer, dass der Mast des Signals weiß wird. Das ist eine gewisse Analogie zu unserem Festlegemelder. Das heißt, der weiße Signalmast zeigt immer an, dass an dem Signal die Startbeanspruchung einer Fahrstraße vorliegt. Einen separaten Festlegemelder gibt es ansonsten nicht. So, der ist jetzt hier eingefahren, wird jetzt zum 2C03. Ich gebe auch gleich mal die neue Zugnummer ein. Und jetzt kann man auch schon mal schauen, der soll also 5.32 Uhr abfahren. Das ist noch ein bisschen hin. So, der hat jetzt hier diesen Bereich geräumt, also kann ich ihm jetzt hier auch die Rangierstraße einstellen, damit er dann umgesetzt werden kann nach Gleis 3 und dann zum 5L06 wird. Das wird also noch ein Leerzug, bleibt also Leerzug, bekommt bloß einen anderen Buchstaben und wird dann auch leer Richtung Londoner Innenstadt fahren. Denn jetzt muss man erstmal viele Leerzüge Richtung Innenstadt überführen, die dann da an den großen Personenbahnhöfen bereitgestellt werden für als erste Frühzüge am Morgen. So, dann kann man hier auch schon mal die Signale auf Fahrt stellen. Selbststellbetrieb ist hier leider nicht drin. Man muss also hier alles von Hand machen. Man kann bei einigen Signalen zwar so einen einfachen Selbststellbetrieb aktivieren, ist aber keine echte Zuglenkung. Das ist eigentlich nur dann eine fest eingestellte Fahrstraße. So, hier ist schon wieder der nächste, der 5Z04. Der geht ins Gleis 2 und wird dann zum 2C04. Das ist auch das einzige Gleis, was noch übrig ist. Sozusagen den ganzen
Bahnhof wieder aufgefüllt und dann in der nächsten halben Stunde gehen die auch alle raus und dann haben wir zunächst mal verstärkt Verkehr in Richtung Londoner Innenstadt und dann später so ab 5:30 kommen auch so die ersten Züge schon aus London raus. Aber erstmal wird verstärkt in Richtung Innenstadt gefahren, um dort in den großen Personenbahnhöfen alles bereitzustellen. Sieht man auch hier unten, immer kurz hochscrollen, dass hier der 5L00 jetzt hier zurückfährt Richtung London Euston. Ja, er ist jetzt hier schon durch. Geht nach, wie gesagt, nach Gleis 3. Dann können wir hier schon mal die andere Umsetzfahrt machen. So, hier der geht nach Gleis 3. Ja, vielleicht, weil wir gerade hier den 5L08 haben. Man sieht hier diese Gleisverbindung. Da unten steht GF. Ist auch so eine britische Spezialität. Das steht für Ground Frame. Das sind Weichen, die sind ortsgestellt, also Handweichen. Bei uns würde man da zum Herstellen der Signalabhängigkeit eine Schlüsselabhängigkeit mit Schlüsselsperre einrichten. Das ist hier eher unüblich. Diese Weichen haben dann zwei Weichenhebel, die dann seitlich neben der Strecke in so einem kleinen Verschlag aufgestellt werden, sogenannte Ground Frame, wie so ein kleines Mini-mechanisches Stellwerk. Und dieses Ground Frame wird dann über eine elektromechanische Sperre freigegeben oder verriegelt. Das heißt, wenn jetzt hier Fahrten stattfinden, ist das Ground Frame verriegelt, sind die Weichen verschlossen. Wenn hier mal eine Rangierbewegung zu machen ist, kann man sie aus der Betriebszentrale freigeben. Da kann man diese Weichenhebel bedienen. Ist etwas bequemer als unsere Lösung mit den Schlüsselsperren. Man muss nicht mit den Schlüsseln rumhantieren und man kann die beiden Weichen von so einem kleinen Hebelwerk aus bedienen. So, hier sehen wir jetzt, dass unsere U-Bahn losgefahren ist. Auch noch ein Leerzug. Der wird also jetzt hier ohne Halt durchfahren bis nach Harrow and Wealdstone. Und dort werden die ersten Reisenden im Frühberufsverkehr auch schon warten. Aber wir sind gut in der Zeit, da dürfte es keine Beschwerden geben. Und so kalt ist er jetzt im Moment auch nicht. So, hier haben wir jetzt diesen Zug. Der wird dann zum 5L06. Ich werde schon mal dann die Zugnummer anpassen. Ist leider nicht automatisiert. Muss das, und jetzt haben wir aber den neuen Fahrplan. 5:49 Uhr fährt er dann los und auch geht dann hier unten auch Richtung Kensal Green Junction. Und dann haben wir hier den letzten, der nach Gleis 2 geht. Mehr Gleise sind ja auch gar nicht mehr übrig. Und dann haben wir wieder alle Gleise da hinten aufgefüllt. Ja, jetzt läuft hier diese Umsetzfahrt auch schon. Ja, wir schon mal schauen, der 5L08, der soll ja hier in Willesden Junction nach links abzweigen, nach Kensal Green Junction. Da haben wir ein kleines Problem. Wir haben nämlich hinter diesem Signal nur einen Durchrutschweg, der hier in dieses Gleis reinführt, also nicht in Richtung des Fahrwegs des Zuges zeigt. Das heißt, wenn ich hier einfach reinfahren würde, dann müsste ich den Zug hier zum Halten bringen, müsste dann warten, bis der Durchrutschweg aufgelöst hat, bevor ich die abzweigende Fahrt nach Kensal Green Junction einstellen kann. Wir haben ja leider nicht die ansonsten in Großbritannien sehr verbreiteten
wechselbaren Durchrutschwege in Form sogenannter Swinging Overlaps. Aber wir haben etwas anderes, nicht ganz so schön, reicht aber auch schon aus. Und zwar kann man hier einen verkürzten Durchrutschweg wählen. Wenn ich hier eine Start-Ziel-Bedienung mache und als Ziel nicht das nächste Signal wähle, sondern dieses gelbe Dreieck, dann läuft eine Fahrstraße mit verkürztem Durchrutschweg ein. Der D-Weg endet also hier. Und von hier aus gesehen kann ich dann ohne weiteres, auch ohne auf die Auflösung zu warten, die abzweigende Fahrt einstellen. Verkürzter Durchrutschweg heißt wie fast überall in der Welt allerdings, dass man nur langsamer in dieses Gleis einfahren darf. Es gibt in Großbritannien keine Geschwindigkeitssignalisierung, deswegen macht man das etwas anders. Und zwar das Startsignal der Fahrstraße lässt man hier auf Halt und es geht erst auf Fahrt, nachdem der Zug das letzte Signal in Warnstellung passiert hat. Das wäre hier dieses selbsttätige Blocksignal. Da muss der Zug also in Stellung Halt erwarten, vorbeigefahren sein und dann gibt es noch eine kleine Verzögerungszeit, je nachdem wie weit man den Zug abbremsen will und dann geht das Signal erst auf Fahrt. Der Zug kriegt also einen kleinen Dämpfer, wird absichtlich etwas gestutzt, um ihn runterzubremsen. Er muss aber nicht auf eine ganz bestimmte Geschwindigkeit runterbremsen. Das nennt man im Englischen auch eine Warner Route, eine Warnfahrstraße, weil der Zug durch einen Warnbegriff ausgebremst wird. Jetzt die nächste Fahrstraße einstelle, dann geht das Signal zwar auf Fahrt, aber leider habe ich immer noch diese Warner Route drin. Ich muss also hier zwingend auf die Annäherung des Zuges warten und der kriegt jetzt einen kleinen Dämpfer, obwohl er durchfahren soll. Wäre eigentlich nicht mehr nötig, aber stört auch nicht allzu sehr. Das ist ja ein Leerzug und da ist das nicht so tragisch. So, jetzt haben wir hier oben unseren 5Z04. Der geht jetzt hier nach Gleis 2. Dann ist da oben auch erstmal alles wieder mehr oder weniger in Grundstellung. Und hier kommt der 2.10.02. Man sieht auch schon sehr, sehr schön, wie sich hier der Abstand zwischen diesen beiden Zügen immer größer wird, weil der 5L08 als Leerzug natürlich überall durchfährt, während der 2.10.02 als besetzter Reisezug mit den planmäßigen Halten an den Bahnsteigen überall halten muss. So, 5Z04 ist jetzt hier drin, der wird dann zum 2C04. Ich kann hier schon mal eingeben. So, und dann kann man hier raufgehen. Er fährt also ab 6.03 Uhr, da ist noch ein bisschen Zeit. Das heißt, der nächste Zug, der hier abfährt, ist 5.28 Uhr, der 5L04, dann folgt hier oben 5.32 Uhr, der 2C03 und dann der 5L06 um 5.49 Uhr und dann hier kurz nach 6 der 2C04. Da haben wir ihn jetzt, er ist jetzt an dem Signal vorbei. Ist ein bisschen runtergebremst worden, wird jetzt aber dann, wenn er sieht, dass die Ausfahrt frei ist, auch gleich durchfahren. Ja, man sieht, dauert ein bisschen hier unten mit dem 5L08, ein bisschen runtergebremst hat er schon, aber er kommt ohne Halt noch durch, ja, fährt vorbei und dann ist er auch gleich hier raus in Kensal Green Junction. So, es kommt hier eine Meldung, der Zug 5L30, da ruft mich auch hier ein Rangierer an, ist ready at Williston Junction, okay, das ist hier unten, mal kurz runterscrollen, also hier ist so ein Nebengleis und da wird dieser Zug jetzt bereitgestellt,
Man sieht also auch, die Rangierfahrten haben alle schon eine Zugnummer. Das können wir bei uns so auch nicht. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Man sieht also schon, die Rangierfahrt wird behandelt wie ein Leerzug. Fährt hier nach Gleis 2, wendet dort und fährt dann auch weiter nach Kensal Green Junction. Man sieht es hier, 5.27 Uhr soll er dann weiterfahren. Mal sehen, ob wir hier einen Konflikt mit dem 2.10.02 haben. Der soll in Kensal Green, in Williston Junction sein, 5.30 Uhr. Das klappt also noch. Wir kriegen also diese Wendefahrt hin, bevor der 2.10.02 dort durch will. Also da haben wir noch keinen Konflikt. Ja, ich kann ihm hier schon die Fahrstraße mal einstellen. Da kann ja nichts mehr in die Quere kommen. Ja, die U-Bahn hat hier eine ganz kleine Verspätung, wird hier gemeldet von 2 Minuten. Vermutlich, weil ich das eine Signal ein bisschen spät auf Fahrt gestellt habe. Ist aber kein Problem. Wir haben hier sowieso einen längeren Wendehalt. Das heißt, sind noch keine Reisenden davon betroffen. Und in der Gegenrichtung können wir garantiert pünktlich abfahren. Es ist ja jetzt erstmal nur die reine Bereitstellungsfahrt. Da gibt es ja nun selten Beschwerden. Ja, man sieht schon, der 2.10.02 ist doch von der Fahrzeit her wesentlich langsamer als der vorausgefahrene Leerzug, der lange über alle Berge ist, weil diese vielen Zwischenhalte sich doch gravierend auswirken. Und bei den U-Bahnen wird man nachher sehen, das ist ja noch ein Leerzug, aber die besetzten U-Bahnen, die haben noch mehr Zwischenhalte, weil die Regionalexpresszüge nicht an allen Bahnsteigen halten. Die U-Bahnen halten hier zwischendurch aber überall und dann ist es noch etwas länger. So, die U-Bahn ist jetzt schon fast hier, hat fast die Endstation erreicht als Leerzug. Und sobald sie hier am Signal vorbei ist, dann kann man auch die neue Zugnummer sich schon mal anzeigen lassen und dann sehen, wann hier die Rückfahrt erfolgt. So, es ist hier drin. Gehe ich hier mal rauf und dort wird sie zur K201-3. Also immer das Prinzip, die 201 bleibt uns erhalten, bekommt jetzt hier vorne eine neue Zuggruppenkennung und dann hinten wird immer ein Zähler weitergezählt. Das ist aber ein System, was wir so nur bei der Londoner U-Bahn haben. Und der soll also 5.30 Uhr, haben wir noch 6 Minuten Zeit, also der kann pünktlich abfahren, dann Richtung Queen's Park fahren und wird dann hier in Queen's Park auf die Bakerloo Line übergehen, zu den Underground-Linien, wo es dann also als normale U-Bahn unterirdisch weitergeht. Ja, hier ist noch der Durchrutschweg drin, der wird aber auch gleich auflösen, das wie bei uns auch zeitverzögert. Gut, das soll es mal gewesen sein als erste Einführung in die Bedienung dieses Programms. Vielleicht habe ich ja Interesse geweckt. Und wer Interesse hat, kann sich bei www.simsic.co.uk diese oder andere Simulationsbeispiele runterladen. Einige als Freeware, einige gegen einen kleinen Obolus. Also würde mich freuen, wenn einige Spaß an diesem Video hatten und sich vielleicht für diese Software interessieren.